Ich glaube, wir fangen mal ganz am Anfang an und erinnern sich immer die Frage irgendwie wiederholen oder einfach, wann und wo Sie geboren sind und wann Sie dann in die Bismarck-Allee gekommen sind. Ja, ich bin geboren am 19.10.1945 und zwar in einer kleinen Gemeinde in Oberösterreich. Dort war mein Vater nach dem Krieg oder im Krieg stationiert die letzten Tage. Und wir sind dann dort zwei Jahre geblieben in Oberösterreich, bis ich mit meinen Eltern dann nach Berlin kam, zu meiner Großmutter, die hier in Berlin in die Bismarck-Allee 26 als Hauswartsfrau arbeitete. Und das war natürlich damals in Berlin nach dem Krieg, musste man eine feste Adresse haben, dass man hier in Berlin wohnen durfte. Uns ging es in Oberösterreich sehr gut und wir kamen hier nach Berlin und kaum waren wir in Berlin, begann die Blockade. Das war dann also nicht mehr so schön. Und wir wohnten also, nachdem wir in Berlin waren, sofort in der Bismarck-Allee 26 zu meiner Großmutter. Haben dort in einer sogenannten Souterrain-Wohnung für den Hauswart gewohnt. Und es war eine alte, hochherrschaftliche Villa. Im ersten Stock hatte Fritz Ascher mit Frau Krassmann seine Wohnung. Im zweiten Stock, also in der sogenannten Hochparterre, wohnte ein FDP-Abgeordneter. Ullmann hieß der. Der hatte die ganze Etage auch für sein Büro. Und die anderen Stockwerke, da weiß ich nicht, Mieter heute nicht mehr. Damals ist mir, da war ich noch klein, kann ich mich nicht mehr an Fritz Ascher erinnern. Ich erzähle dir mal die Geschichte, dass ich mir praktisch am besten erinnern kann oder dass es denn da in mein Leben kam. Das war die Winterolympiade in Cortina d'Ampezzo. Da hatte Tante Grassmann schon einen Fernseher. Onkel Ascher. Und ich durfte sofort immer nach der Schule nach oben und habe ferngeschaut. Damals noch ein schöner Schwarz-Weiß-Fernseher, aber das war natürlich die Sensation. Und so habe ich fast jeden Tag da verbracht und später auch, denn wir hatten unbegrenztes Zugangsrecht, auch in der gesamten Wohnung von Frau Grassmann und Onkel Ascher. Wir waren überall und konnten überall hin. Das Atelier kannte ich. Wir haben die Bilder an den Wänden gesehen. Wir haben seine Malwerkzeuge gesehen und haben auch gesehen, wie er selber gemalt hat. Er malte, wie wir mal, das konnten wir uns gar nicht vorstellen als Kinder, dass man erst von seinem Bild weggeht, schaut und dann wieder zum Bild hingeht und dann malt. Und da haben wir uns immer gewundert. Dann gesagt, das ist doch eine völlig andere Perspektive. Man muss doch eigentlich malen, indem man das Blatt irgendwo auf den Tisch legt. Aber er malte dann eben schon mit dieser Art, dass er die Palette in der Hand hatte und dann lief durch sein großes Zimmer. Das war auch gleichzeitig sein Atelier. Ja, und dort konnte er also malen. Ein wunderschöner, großer Raum. Es hat sich dann angeschlossen an diesen Raum ein Wintergarten, würde ich sagen, der an drei Seiten verglast war, auch ein Glasdach hatte und an einer Seite offen war mit einem Zugang dann zum Garten. Ging nur einige Stufen runter. Und dort kam man dann in den Garten, der also das Haus umzäunte. Und Onkel Ascher hat in diesem Wintergarten den ganzen Sommer zugebracht, wenn schönes Wetter war. Er lief dort mit einer Turnhose bekleidet rum und wir genauso. Und meine kleine Schwester, die Ute, die war da noch mehr zu Hause als ich, denn ich bin natürlich nicht immer nur da gewesen. Wir sind im Garten gewesen, haben da gespielt mit den anderen Freunden. Aber sie war, als sie ganz klein war, sie ist 4 Jahre jünger als ich,
war sie also fast jeden Tag auch oben bei Grasmann und Ascher und hat sich dort bombig wohlgefühlt. Es gibt die Geschichte, dass also sie eines Tages wohl den Onkel Ascher in den großen Zeh gebissen hat, wenn er da in seinem Liegestuhl lag, zur großen Freude aller, die dann das natürlich erzählten. Und alle freuten sich, dass die kleine Ute, die da gerade so krabbeln konnte und ein bisschen rumlaufen, nur sowas fertig gebracht hat. Also er liebte sie herzlich. Und ich glaube, sie liebte ihn auch. Und das war eine sehr innige Verbindung, bis eben auch die Schule dazwischen kam und man nicht mehr da jeden Tag nur die ganze Zeit verbringen konnte, sondern die Schule jetzt, also man einen voneinander doch etwas trennte. Schnitt. Ja, toll. Sehr toll. Und ja. Stimme ist ein bisschen Käse, aber ich kann die nicht hinzaubern. Klingt gut. Ja, gut. Alles klar. Wie war das denn? Haben Sie dann geklingelt und Frau Grasmann hat aufgemacht? Und ja. War dann, wie so. War das? Haben Sie, wie war die Wohnung? War die ordentlich oder aufgeräumt? Wie okay. Hat das gerochen da? Wenn Sie mich fragen, wie die Wohnung gestaltet war, dann muss ich Ihnen sagen, dass also es sich um eine Altbauwohnung handelte, die eine große Zimmer hatte, sehr hohe Räume, über 2,80 Meter bestimmt oder 75 Meter hoch. In den Räumen war es so, dass Tante Grasmann ihre Räume hatte und Ascher auch seine Räume, insbesondere dieses große Zimmer, wo links wo eine Fensterfront noch nach in den Garten hinaus ging. Das war sein großes Zimmer. Dort lebte er und hatte dann gleich anschließend diesen Wintergarten. Da musste er nur eine Tür aufmachen, ich glaube eine Doppeltür war das, und konnte dann in den Wintergarten. Und dort wohnte Ascher in seinem Bereich. Dort hingen seine Bilder, obwohl sie auch in anderen Räumen hingen. Aber ich erinnere mich, dass also das gesamte Atelier zugehangen war mit Bildern. Ich habe einen Teil der Bilder, an die ich mich sehr gut erinnern kann, wiedergesehen in den Ausstellungen. Und zwar waren das die Bilder, die späteren Baumbilder, will ich sie nennen, die diese runde Krone haben und so zwei, drei Bäume zusammenstehen, mit jeweils mit so einer runden Krone. Und an die Bilder konnte ich mich plötzlich, als die erste Ausstellung in Osnabrück war, wieder erinnern. Eingerichtet kann ich mich schlecht erinnern, aber ich erinnere mich, dass in dem Zimmer von Ascher ein großes Sofa stand und es war eine, gleich wenn man reinkam, man klingelte, dann war, ging man rein, wenn nicht sowieso die Tür nur eingeklinkt war, zum Treppenhaus hin. Wir mussten uns nicht anmelden oder irgend so etwas, sondern wir sind dann einfach reingegangen. Das war kein Problem und hat uns auch niemand gestört. Wir haben dann nur gerufen, hallo Tante Grasmann oder hallo Onkel Ascher, und dann waren wir da. Das war schon eine schöne Zeit. Unaufgeräumt, ja, ich würde mal sagen, Aschers großes Zimmer war schon nicht ordentlich aufgeräumt, wenn ich heute darüber nachdenke. Aber was ist ordentlich von Tante Grasmann, die Räume? Da kann ich mich kaum dran erinnern, da waren wir wohl nicht so oft. Bis auf den einen Raum, wo der Fernseher stand, das war natürlich der tollste Raum. Aber da gab es zwei oder drei Sessel, an die ich mich erinnern kann, und dann stand da der Fernseher. Es war eine, dann kam eine große Küche, in der eben gekocht wurde. Wir haben dann teilweise mitgegessen. Das war also wie eine zweite Familie. So dass ich über die Einrichtung nicht, ich wusste hier, Onkel Ascher hatte einen wunderschönen Liegestuhl, in dem lag er dann im Sommer in diesem Wintergarten und las oder malte, indem er aufstand und malte. Und das hat uns damals sehr imponiert, das weiß ich noch. Und
Hat er Musik gehört? Können Sie sich daran erinnern? Daran kann ich mich nicht erinnern, ob Onkel Ascher Musik gehört hat. Nein, das weiß ich nicht mehr. Gab es Bücher im Haus? Ja, es gab Bücher in diesem Haus. Und zwar, Tante Grassmann hatte in ihrem Zimmer eine große Bibliothek und Onkel Ascher hatte in seinem Zimmer auch eine Menge von Kunstbüchern, die in einem großen Regal standen. Daran kann mich gut erinnern. Zeitung gelesen, das hat Onkel Ascher auch. Aber sonst kann ich mich nicht sehr an Bücher erinnern. Ich habe von Tante Grassmann ein Buch geschenkt bekommen, die griechischen Heldensagen von Schwab mit einer persönlichen Widmung von ihr. Da war ich dann schon in der, glaube ich, 7. Klasse im Gymnasium oder so. Und da musste dann, hat wohl Tante Grassmann gedacht, ich muss jetzt was bekommen für meine jugendliche Bildung. Ja, mit einem Zitat von Schiller, das sie mir da persönlich noch eingeschrieben hat. Ich glaube, ich habe das mal gezeigt. Ja, so war das. Und Frau Ascher, der Frau Grassmann soll ja sehr belesen auch gewesen sein. Ja, das muss sie wohl gewesen sein. Ich kann darüber sehr wenig sagen, aber wir haben nach meiner Erinnerung gute Gespräche geführt, was man in so einem Alter, ich war da 12, 13, 14, für Gespräche führen kann. Aber sie muss eine sehr intellektuelle Frau gewesen sein. Sie hat ja auch dafür gesorgt, dass sich so ein kleiner Freundeskreis um beide wieder gebildet hat. Ich erinnere mich an den Oberförster von Grunewaldsee, der sie öfter besuchte. Dann waren noch andere Menschen da, die ich nicht kannte. Aber die dann, es gab in dem Garten in der Nähe so eine Art Teehaus und in dem haben dann die immer Tee getrunken oder Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Das war immer ganz nett. Aber das war so ein kleiner Freundeskreis, der sich da bildete und da hat in erster Linie sich Frau, also Tante Grassmann, drum gekümmert. Und Lascher nicht so sehr. Der war froh, wenn die Leute da waren, aber ich glaube, er war auch wieder froh, wenn die Leute wieder weg waren. Also er war nicht so jemand. Aber er war, wenn man mit ihm sprach, was soll ich sagen, ja. Er hat mit uns die Gespräche geführt, die man mit Kindern führt. Das war aber kein Du-Du-Du oder irgendwas, sondern es war immer brave, richtige Gespräche und wir wurden auch richtig angesprochen und hat mit uns mit allem, was wir fragten, auch angeantwortet. So kann ich mich gut dran erinnern. Wie sah er aus? Ja, er war für mich ein imponierender Mann. Er war nach meiner Erinnerung groß, ich würde sagen 1,75, 1,80 bestimmt, ein großer Kopf, Charakterkopf, Glatze, große Nase, Charakterkopf, ja, gute Gesichtszüge, markante Gesichtszüge, ein wohlgestalteter Körper, würde ich heute sagen, wenn ich auch in dem Alter bin, damals war er auch nicht mehr der Jüngste. Aber er war nicht dick, hatte keinen Bauch zum Beispiel, keinen dicken, fetten Bauch, so nichts. Sah in der Turnhose, die er hatte, gut aus. Nicht dünn, aber auch nicht dick. Also ich fand damals, wenn ich heute nachdenke, so ein guter, älterer Herr, würde ich heute sagen. Das war auf jeden Fall. War das eine lange oder eine kurze Turnhose? Oh, wissen Sie, das war so eine Turnhose, wie man diese Turnhose, die er hatte, das war so eine typische Turnhose, die ich später dann auch in der Schule hatte. So eine schwarze Turnhose, die ging ihm kurz vors Knie. Das war so nach dem Zweiten Weltkrieg trug alle Welt so eine Turnhose. Ich weiß nicht, ob ich hatte die dann später auch in der Schule. So eine. Überall gab es so eine Dinger zu kaufen.
Ja, so wird und so war das. Hat auch, sonst trug er sehr viel weiße Hemden und eine normale lange Hose. Aber ein Jackett kann ich mich zum Beispiel überhaupt nicht erinnern. Eigentlich Hemd und eine Hose sonst. Aber das war dann im Sommer und da rannten wir alle so rum. Also, war schon ganz witzig. Und Frau Grassmann? War immer, hatte Frau Grassmann war eine kleine Frau. Weitaus kleiner als Aja. Und hatte silbrige Haare, die gelockt waren. An ihr Gesicht kann ich mich mehr, nicht mehr so richtig erinnern. Aber es war ein spitzes Gesicht, daran, so würde ich es beschreiben. Mit einer spitzen Nase und sie war kleiner und lief eigentlich immer normal angezogen, nicht überkandidelt oder irgend sowas. Aber auch nicht besonders modisch oder so. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber sie lief eigentlich immer normal angezogen und hatte keine besonderen Merkmale. Nein, kann ich mich nicht erinnern. Einfach eine alte Dame für das. Eine für mich als Kind war sie, wenn man so sagen will, für mich als damaliges Kind zur 14 war sie eine ältere Dame, die also mit gelockten Haaren, weil sie war immer sehr nett, sehr lieb. Zum Geburtstag bekam ich nach meiner Erinnerung immer einen Maronenkuchen. Das ist so eine Art Haselnuss, wie so ein Haselnusskuchen. Und auch sonst haben wir Geschenke bekommen zu Weihnachten zum Beispiel. Da sind wir nach oben gegangen, jetzt erinnere ich mich, wir sind nach oben gegangen zu Aja und haben da oben nochmal unterm Weihnachtsbaum nochmal Geschenke bekommen. Also das war schon ein tolles familiäres Verhältnis, so eine Art zweite Familie, kann man fast sagen. Bis, wie gesagt, die Schule alles so ein bisschen trennte. Und ja, können Sie vielleicht ein bisschen, also Sie haben ja auch im Garten sehr viel rumgespielt. Mhm. Was haben Sie da, wie war die Umgebung, was haben Sie für Spiele gespielt? Wir haben damals in diesen, wenn Sie mich fragen, was wir für Spiele gespielt haben, in diesen großen Gärten, das war eine hochherrschaftliche Villa. Und um diese Villa war ein Garten rum, der ungefähr na, mindestens 20 bis 30 Meter war, bis man zum nächsten Garten kam. Zwischen den Gärten gab es keine Zäune. Es gab manchmal ein Stück Draht, was noch übrig blieb aus dem Zweiten Weltkrieg. Das haben wir dann, das kannten wir alle und da sind wir alle unter durchgegangen. Aber zum Nachbargrundstück zum Beispiel, das war der dann später, die da wohnten, ist dann der Sohn später mein Freund geworden. Wir wuchsen ja gleichzeitig auf. Da konnte man rübergehen und hin und her laufen, war kein Problem. Und wir Jungs spielten das, was alle Jungs spielten. Cowboy und Indianer versuchten alles Mögliche, einen Bogen zu bauen und Pfeil und Bogen zusammenzukriegen. Wir hatten damals von meinem Freund, der dann im Nachbargrundstück wohnte, dessen Mutter, die war eine sehr begabte Näherin, die kam aus der Modebranche und da haben wir immer unsere Kleidung bekommen. Das heißt, die hat uns Westen genäht, auf denen hinten ein Leopardenkopf drauf war. Oder an unseren Hosen Fransen angebracht, für die Indianer das haben. Also das war schon eine tolle Sache und damit haben wir auch immer mächtig imponiert. Und später konnte man dann, als wir alle so ein Fahrrad hatten, da sind wir natürlich dann mit dem Fahrrad weggefahren aus dem Garten, raus in die Umgebung. Man darf nicht vergessen, der Grunewald war nicht weit, der war mit dem Fahrrad dann noch nicht mal 10 Minuten zu erreichen. Da waren wir dann mitten im Wald und da gab es eigentlich auch niemand, der uns zurückgehalten hat. Wir mussten nur immer pünktlich zu Hause sein und das bedeutete, wenn die Kirche in der Bismarckallee läutete, dann war es 18 Uhr und dann mussten wir zu Hause sein. Sonst gab es Ärger. Das haben wir auch fast immer geschafft, obwohl wir dann teilweise ja noch gar keine Uhr hatten.
Aber wenn die Glocke läutete, dann gab es keinen Erbarmen. Dann mussten wir so schnell wie möglich nach Hause. Denn die Freiheit, die wir genossen, die hatten wir natürlich nur deshalb, weil wir fest in die Hand versprochen hatten, um 6, wenn es läutet, sind wir zu Hause. Und das hat man eingehalten. Und Cowboy-Indianer, wir haben, kann ich mich noch erinnern, da gab es einen Sandspielkasten, so einen Buddelkasten, und da haben wir tagelang in einem Rennauto gebaut aus Sand mit 2 Sitzen und sind da scheinbar um die ganze Welt gefahren. Oder wir durften dann mithelfen, in den Gärten Sträucher abschneiden und oder mit dem Messer an die Sträucher zurechtstutzen und sowas. Das waren so richtige Jungenspiele. Aber meine Schwester Ute, die hat es mir bis in ihr hohes Alter übel genommen, dass wir sie, als sie noch so klein waren, die immer mit uns mit wollte. Und wir wollten natürlich mit der 4 Jahre jüngeren Schwester nichts machen. Und da haben wir sie manchmal am Baum gebunden. Und haben sie einfach festgebunden mit einem Schnur, konnte sie nicht weg und schrie zwar wie am Spieß, aber wir haben gesagt, hier sind die Schwarzfuß-Indianer oder irgendwas, du musst am Marterpfahl bleiben, und konnten dann nächsten, wie wir glaubten, ein paar Minuten ohne die Kleine auskommen. Sonst mussten wir immer sie dabei haben. Das war natürlich unser Schicksal. Aber in dem Buddelkasten konnte sie sich dann später, als sie immer schon größer wurde, selbst beschäftigen und hatte dann noch später ein kleines Fahrrad bekommen und konnte damit rumfahren in den großen Gärten. Da hinderte niemand sie. Und da war es dann nicht mehr ganz so schlimm. Da mussten wir sie nicht mehr am Baum festbinden. Das war dann. Aber das hat sie mir immer erzählt und mir das sehr übel genommen. Aber dann hat sie ja auch eine Freundin. Ja, sie hat dann später, als Ute war, eine Freundin bekommen. Es zog noch ein Maler-Ehepaar ein, ein weiterer Kunstmaler, Herr Auerbach, der also anders malte als Onkel Ascher. Der malte mehr gegenständlich, mehr aus dem, und hat einige Stadtansichten gemalt. Davon sind, glaube ich, 1 oder 2 Stadtansichten hingen jedenfalls im Rathaus Wilmersdorf. Ich weiß nicht, ob sie da noch sind, aber jedenfalls waren die verkauft. Er war leider aus dem Krieg sehr schwer lungenkrank zurückgekommen. Und mit ihm und seiner Frau, die eine Apotheke in Spandau leitete, kam die Verena, und dann hatte wenigstens Ute noch ein Mädchen, und dann waren die beiden natürlich stärker als vorher. Und sie musste nicht mehr hinter uns herrennen, und die beiden konnten dann zusammenspielen. Das war natürlich viel, viel schöner. Aber der Spaß war, Verena Auerbach wohnte ganz oben in der Villa, im obersten Stockwerk. Und da musste man 1, 2, 3, 4 Treppen hochrennen. Aber das haben die spielend geschafft in dem Alter. Ja, und von da an lebte Ute auch mit Verena zusammen. Und das waren dann 2 Familien. Und Sie haben aber auch gegenüber war ja ein ausgebombtes Haus. Ja, das genau gegenüber war diese Villa, also genau gegenüber der Bismarckallee 26 war eine ausgebombte, große, auch herrschaftliche Villa, eine große Villa, noch in Weiß. Aber die Bombe war da reingefallen, sodass man... Die Grundmauern standen im Wesentlichen. Sonst war nichts mehr da, bis auf den Keller natürlich und so. Dort durften wir Kinder natürlich nicht hin. Aber da wir nicht hin wollten, es ging nur über die Straße, also da konnte uns keiner so richtig festhalten. Und natürlich haben wir da gespielt. Es war zwar verboten, war es auch gefährlich, wenn man heute darüber nachdenkt. Aber damals musste man natürlich als Kind in so eine ausgebombte Villa, das ist auch klar. Und es war streng verboten, aber das war die Villa, wo Onkel Ascher überlebt hat, ein großer Teil. Wie wir dann später erfahren haben, das wussten wir am Anfang nicht, das haben wir dann erst viel, viel später erfahren. Ja, die ist heute
die Villa, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie ist nicht mehr da. Oder ist jedenfalls, wenn dann, wunderschön renoviert worden, denn wenn man da die Straße lang fährt, gibt es da keine ausgebombten Häuser mehr. Ja, das war, wie gesagt, wenn meine Mutter oder auch mein Vater mich erwischt hätten, das wäre damals, das wäre ein großer Vertrauensbruch gewesen. Mhm. Aber die Villa lockte. Und was haben Sie da gefunden? Wir haben, na, was man findet in so einer alten, ausgebombten Villa, wir haben eigentlich nichts gefunden. Ein paar Ziegelsteine und ein bisschen, weiß ich, vielleicht Kleidung, aber so richtig erinnern, was wir da gefunden haben, kann ich nicht. Ich weiß nur, dass eine Mauer, wenn man auf der Mauer saß und konnte man mit der gesamten Mauer wackeln. Das war halt, damals war es toll, aber heute würde ich sagen, war schon ganz schön leichtsinnig. Sind Sie auch in den Keller reingegangen? Ja, wir waren unten, aber da war nichts. Also wir haben nichts gefunden. Es war jedenfalls natürlich spannend, aber leider auch enttäuschend. Nach meiner Erinnerung. Ich bin mir schon sicher, dass Sie sich das sehr genau angeguckt haben. Na klar, bestimmt haben wir uns das genau angesehen und sind da rumgestreust. Mein Freund Manfred von daneben an, der mit dem ich da zusammen war, der war so, war ein bisschen mutiger als ich. Und da waren wir bestimmt da unten. Aber wie gesagt, das an das. Das, an die wackelnde Mauer, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und wie hieß der Manfred? Manfred Billig hieß der. Billig. Wie teuer? Wie teuer. Okay. Ja. Der wohnte nebenan, da wo die Post war. Okay. In dem Postgebäude? Oder? In dem Postgebäude. Okay. Oben irgendwo unterm Dach. Und dann habe ich vergessen, es war 56, 57, 58, da war gerade der Zweite Weltkrieg zu Ende. 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, also da waren, noch, waren alle noch froh, dass man eine Wohnung bekam. Und da, Berlin war voll mit Flüchtlingen vom Osten, die alle irgendwo untergebracht werden mussten. Und ihre, was haben Ihre Eltern gemacht? Also was haben die gearbeitet? Bei meinem Vater hat erst... Mein Vater hat erst gearbeitet bei einem Bruder meiner Mutter, der ein großes Baugeschäft hatte. Und hat sich dann bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte beworben und ist dort dann nach Prüfung, Entnazifizierung, was es alles gab, weil der auch im Militär war, ist dann da angenommen worden und ist dann bis zu seinem Tod da bei der Bundesversicherungsanstalt. In der Hauptkasse als, weiß ich nicht mal, Kassierer, Oberkassierer oder irgend sowas geblieben. Meine Mutter ist teilweise putzen gegangen nach dem Krieg und hat eben sich da Geld verdient dazu. Denn reich war man da nicht und ist man auch nicht geworden so schnell. Aber wir hatten immer ein gutes Auskommen. Warte, Sie haben sie eben. Ja, die Blockade kann ich mich gar nicht erinnern. Das war, da war ich zu klein. Ich weiß nur, dass eben nach der Blockade alle dünn wie die, dünn waren. Es gibt noch ein paar Fotos, da kennen Sie meine Großmutter, so wie sie hier sieht, die müssen sie praktisch halbieren. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber so war es. Und man ging hamstern, das weiß ich noch, dass man mit den großen Rucksäcken wegging und kam. Hat versucht, mit dem Rucksack voll wieder zurückzukommen. Es muss in, gar nicht weit von mir, ist der, der heißt heute noch so, der Rathenauplatz, und das muss ein großer Schwar, so ein Schwarzmarkt gewesen sein damals. Aber dadurch, dass das so eine alte Villengegend war, gab es auch in dieser Villengegend keinerlei Geschäfte. Das nächste Geschäft war erst am Rathenauplatz und das ist zu Fuß eine gute halbe Stunde. Da war der erste Bäckermeister. Und da musste man noch weiter nach Hallensee rein, da beginnt dann schon der Kurfürstendamm. Und da gab es dann wieder Geschäft. Oder aber in die andere Seite, das ist hier in Berlin das Roseneck, das kennen viele auch im Grunewald, da waren dann auch einige Geschäfte. Das war schon eine ganz alte Tradition, dass da Geschäfte waren am Roseneck, weil früher sich dort zwei große Straßenbahnlinien getroffen haben. Und
Da waren dann die nächsten Geschäfte, auch zu Fuß, über eine halbe Stunde. Deshalb, wer musste einkaufen fahren? Das war natürlich ich mit meinem Fahrrad. Also, immer die Ältesten. Und immer die, immer die Ältesten. Ältester Junge ist schwierig. Genau, aber so war das immer. Und das war ja noch, das hatte noch eine Zeit, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Da gab es die Milch. Ist man ja mit einer Milchkanne zum Händler gefahren. Und der Händler hatte in zwei großen, ja wie, in großen Behältern Milch. Und die schöpfte er mit einer Kelle raus und tat sie in unsere Kanne. Und dann fuhren wir mit der Milch weiter. Das wäre heute katastrophal. Aber wir haben eigentlich das alle überlebt. So schlimm kann es also nicht gewesen sein. Aber so war das. Und da gab es also noch, wie gesagt, Milch mit der Kanne. Und was es heute auch nicht mehr. Es gab auch Bier in einer großen Kanne. Man, wenn man in einem Restaurant hier oder hier bei uns in Grunewald gab es zwei Kneipen im Umkreis von einer guten Stunde zu Fuß. Da konnte man dann Bier holen in so einer Bierkanne. Hat man die nach Hause geschleppt. Tja. Das ist gerade ein bisschen ins Bild gekommen, ist sicher. Genau. So, okay, sorry. Doch, kein Problem. Ja. Gut. Und da haben Sie dann das, heute würde man ja Minderjährigen kein Bier mehr geben. Das war kein Problem. Natürlich nicht. Aber das war auch so, in diesem Umkreis hier, Grunewald, da kannten sich viele, weil da war viel mehr so diese zwischenmenschlichen Beziehungen, waren viel mehr. Da grüßte man sich, da kannte man sich. Das war, ich wusste, der wohnt da oder die wohnt da. Und dann auch später dann mit der Schule kannte man eben die Kinder und deren Eltern. Also das war in der Beziehung etwas günstiger wie heute, wo alle aneinander vorbeilaufen. Damals war das nicht so. Und Sie haben erzählt von dem großen Garten. Ja. Da hatten Sie auch erzählt, dass es da Beete gab. Gab es da, dass jeder... Ja, ja klar. Und dann feiern auch. Ja, es war unmittelbar nach dem Krieg, in der Zeit, so 56, auf Cortina d'Ampezzo. Da kann ich mich noch so gut dran erinnern. Und da gab es für jeden auch Beete. Die waren, konnte man, man seine Moorreben angezogen und solche Sachen. Und das Essen eingepflanzt und dann wieder geholt. Das gab es. Die wurden dann, als die Zeit besser wurde, haben dann die Eigentümer der Villen eben meistens die Beete dann abgeschafft und Blumen gepflanzt oder Rasen. Aber ich kenne das noch, dass eben die Beete auch benutzt wurden, um Moorrüben, Kohl und was man so anpflanzte da hatte. Ich meine, wir hatten bestimmt Kaninchen hatten wir, Hasen hatten wir, Kaninchen. Und die wurden geschlachtet. Das war also damals. Da gab es, ich konnte dann immer nicht essen, aber die gab es. Einen Sonntag gab es dann mal Kaninchenbraten. Also ich musste die mal füttern, aber ich habe die gar nicht füttern. Da war das nicht das so mein Essen damals. Und das war zum Beispiel in der Bismarckallee, konnte man noch, und der Mittelstreifen, der ist ja auch heute noch mit Sand und Rasen. Und damals war das der Reitweg, der in der Mitte. Und da ritt man dann diesen Reitweg bis Bismarckallee runter, kam dann in die Hagenstraße und ritt dann runter über den Hagenplatz in Grunewald. Und es gab bei uns in dieser Straße Bismarckallee mehrere berühmte, damals berühmte Menschen. Und einer davon war der Sauerbruch. Und ich weiß nur, dass der einen großen Schimmel hatte und da an uns vorbei war. Oder jedenfalls, das war noch so, da fuhr ein Auto am Tag oder so. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen.
sodass man auf der Straße Fußball spielte und alles Mögliche. Was waren da noch für Leute? Postkutsche gab es auch. Postkutsche gab es noch. Es gab hier rundum von der Domäne Dahlem, die gar nicht weit von hier ist, gab es immer einen, wie hieß damals, ein Bimmelwagen, Bollebimmel, der fuhr und bimmelte immer und da konnte man dann auch die Milch von gleich in die Kanne und Eier konnte man da auch kaufen. Und der fuhr mit einem Pferdefuhrwerk hier durch die Straßen und hat das verkauft. Aber je besser es wurde nach dem Krieg, umso mehr sind die dann eingestellt worden, diese Dienste. Und die Besonderheiten, die dann so waren, wichtig war für uns damals, für uns Kinder, eben dieses Grenzenlose von Grundstück zu Grundstück. Das war am besten. Denn so gab es keinerlei, da gab wirklich keine Grenzen in der Beziehung. Hat doch keiner geschimpft oder so, wenn du plötzlich im anderen Garten auftauchtest. Das war nicht so tragisch. Hat Fritz Ascher eigentlich auch draußen gearbeitet? Ja, draußen in dieser, nicht richtig draußen, immer im Wintergarten. Nein, draußen war er, also kann ich mich nicht erinnern, dass er richtig draußen gearbeitet hat, sondern wenn, dann im Wintergarten. Das war dreimal Fensterfront. Und oben Fensterfront, also das war wie draußen. Und deshalb glaube ich, er brauchte das noch gar nicht draußen. Denn er hat alles rundum standen ja Kiefern. Das ist ja, kann man wirklich, das war ja so ein praktisch ein wilder Garten mit großen Bäumen, Birken, Kiefern standen da. Dann die großen Maronenbäume. Und dann gab es natürlich Laubbäume. Also das war schon, dieser Wintergarten war wie im Wald, wie im Freien. Ich glaube, er brauchte den nicht, da draußen zu malen. Deshalb hat er auch so lebendige Bilder da geschaffen, da so tolle Farben gekriegt. Denn ich meine, es war ja nicht so einfach, diese Farben zusammenzubringen. Das war schon. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass er eben wirklich da mitten im Garten, kann man ja eigentlich gar nicht sagen, im Wald war ich. Wenn man die Treppe hinten runterlief, dann kam man noch in einen Garten, der war ungefähr noch in einem Teil des Grundstücks, das war ungefähr noch 20 Meter. Bis zum Zaun zur Lassenstraße. Wenn man sich das überlegt, heute steht da ein Riesentrumm von Gebäuden drauf auf dem ganzen Grundstück. Ja. Haben die Nachbarn den Garten genutzt? Oder nein. Der Garten gehörte, also Verena Auerbach war da natürlich da und die Familien, die in dem Haus lebten, die nutzten den Garten. Die saßen da draußen in der Sonne und die waren da im Garten genauso wie wir auch. Also, wir haben da auch gelebt. Hat Fritz Ascher sich dann unterhalten oder das hat weiß er ich nicht. Wenig. Ich kann mich eigentlich nicht, das habe ich auch schon überlegt. Aber der Kontakt, ich kann mich nicht so sehr daran erinnern, dass Onkel Ascher so mit anderen Leuten so gesprochen hat. Das kann ich mich nicht daran erinnern. Wenn sie da zusammen saßen, im Kuchen aßen, dann ja. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Großmutter und er sich unterhalten haben, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Weiß ich nicht. Und Frau Grassmann war da ein bisschen mehr? Frau Grassmann war mehr, die quatschte mehr mit den Leuten und redete auch viel mehr. Und hat ja das auch alles so ein bisschen geführt. Und die war mit den Menschen mehr zusammen. Was hatten die beiden für ein Verhältnis? Tja, das ist jetzt schwer zu definieren. Da kann ich mich so schlecht dran erinnern. Und als Kind achtet man darauf gar nicht. Für uns als Kinder lebten die zusammen. Aber
Wir haben ja schon Tante Grasmann gesagt und Onkel Ascher. Also waren ja schon zwei verschiedene Namen. Und die lebten zusammen, aber wir sind nie auf die Idee gekommen, dass die verheiratet sind oder irgendwas. Oder Mann und Frau sind, wie damals das so üblich war. Das nicht. Aber Gedanken haben wir uns eigentlich darüber nicht gemacht, wenn ich mir das überlege. Sondern wir haben das einfach so hingenommen. Und war für uns so. Können Sie sich daran erinnern, dass einer mal die Geduld verloren hat? Oder mal mit einem von Ihnen? Ja, das ist auch beinahe mal. Ob einer mal die Geduld verloren hat und sich mit uns angelegt hat, da kann ich mich eigentlich auch nicht dran erinnern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn, dann wäre es Tante Grasmann gewesen, die dann schneller mal gesagt hätte, hör mal zu, so nicht, oder was machst du hier, oder irgendwas. Von Onkel Ascher nicht. Kann ich mir nicht vorstellen und kann mich auch nicht dran erinnern, dass wir da mal Streit hatten. Sondern es war eigentlich immer sehr harmonisch. An Streitigkeiten kann ich mich nicht erinnern. Das heißt, er war dann sehr ruhig. Er war ein sehr ruhiger, aber bestimmter Mensch. Der, wenn er was sagte, sich das überlegt hat. Und aufgrund seiner für uns damals imponierenden Gestalt hatte das auch Hand und Fuß. Das müsste man sagen. Wir durften nicht an seine Malersachen zum Beispiel, erinnere ich mich jetzt, also wir konnten ja nicht mit der Palette rumrennen oder die Pinsel da irgendwie. Ich weiß noch, dass er mir erklärte, dass mir immer die Pinsel in dieses Glas mit Terpentin oder was das glaube ich ist, das Terpentin reinstand. Wir haben die natürlich immer so reingesteckt, die Haare nach unten, sodass die, und da hat er uns gesagt, es geht so nicht, ihr dürft also so, dürfen die nicht stehen, denn da knicken ja unten die Dinger ab, die Pinsel, die Haare ab, ihr müsst das immer verkehrt rum einstellen. Das weiß ich noch. Aber, dass wir dann mit dem Palette gespielt haben oder mit Farben gespielt haben, kann mich auch nicht erinnern, dass ich gemalt habe auf irgend, das weiß ich nicht mehr. Aber kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass ich mal gesagt habe, gib mir mal ein Bild oder lass mich mal malen. Oder nein, das kann ich mir nicht erinnern. Das war so ein bisschen seins. Hat er über Kunst gesprochen? Oder über den gar nicht? Nein, darüber haben wir nicht gesprochen. Wir haben nur, wie gesagt, dieses Malen, das hat uns da imponiert, dass man weggeht und dann wieder zurückgeht und malt. Aber er hat nicht gesagt, dass er machen soll, so malt man, das sieht man. Dann sieht man alles besser, so in dem Stil. Aber mehr war da auch nicht. Hat er viele Pinsel gehabt und viele, wie sah das aus? Ja, er hat eine Menge gehabt. Waren in diesem Zimmer, in dem großen Zimmer, da waren viele Pinsel, viel Malerei, viele ausgedrückte Tuben, erinnere ich mich noch. Da war es ziemlich wild. Bei der ganz alles, was mit Malen zu tun hatte. Das stimmt. Aber wir haben zum Beispiel nicht gemalt oder Tuben ausgedrückt oder so. Das war seins. Hat nicht Ute sogar meine kleine Staffelei geschenkt gekriegt? Das kann gut sein, aber da kann ich mich nicht dran erinnern. Waren Sie wahrscheinlich mit dem Fahrrad unterwegs? Wahrscheinlich. Naja, sie war 4 Jahre jünger und das war natürlich, da waren wir schon, wenn ich 14 war, waren sie 10. Also das war immer ein großer Unterschied. Und sie blieb ja auch länger mit denen zusammen und dann ist sie noch mit Verena, ging es ja auch wieder zu Ascher. Und die war schon viel länger mit denen zusammen als ich. Und kann dann schon sein mit der Staffelei. Aber wie gesagt, wir haben ja Weihnachten noch immer Geschenke bekommen unter einem großen Weihnachtsbaum, weiß ich noch. Ich glaube, der stand nicht in der Küche, sondern in dem Nebenraum, wo der Fernseher stand. Und da gab es immer was zu Weihnachten. Also mindestens so ein Teller, so ein Weihnachtsteller, wie so die so nach dem Krieg üblich waren. So ein großer Pappteller mit
Weihnachtsmotiven, dann Nüsse drauf und Orangen drauf und Süßigkeiten. Das war das Mindeste. Ja, das war schon, also das haben wir immer bekommen. Wir haben Weihnachten unten in der Familie gefeiert und dann sind wir irgendwann mittags und abends oder so, ging man dann hoch, waren wir beide oben, Julia, Ute und ich, und dann haben wir da oben nochmal Weihnachten gefeiert. Und die haben sich auch gefreut, die haben immer nochmal zusammengesessen. Ich weiß nicht, haben bestimmt Kuchen gegessen. Frau, also Tante Grasmann, die backte gerne einen Kuchen. Sind Ihre Eltern da mitgekommen? Oder nee, da waren wir alleine. Ja. Da waren wir uns alleine. Die hatten wenig Kontakt nach meinen Augen. Kann mich nicht erinnern, dass sie viel miteinander zu tun hatten. Waren meine Eltern auch immer nicht da, die wir arbeiten. Während die waren ja den ganzen Tag da. Tante Grasmann und Onkel Ascher den ganzen Tag, während meine Eltern eben morgens zu Hause weggingen und abends wieder kamen. Was würde ich denn jetzt fragen? So, gab es zum Geburtstag auch Geschenke oder nur zu Weihnachten? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich vermute, es gab eigentlich, Tante Grasmann wusste, wer Geburtstag hatte. Tante Grasmann wusste auch, was er sich gewünscht hat, da gab es bestimmt Geschenke. Aber ich kann es heute nicht mehr verifizieren. Hm. Können Sie sich daran erinnern, das erste Mal die Aschers gesehen? Und das war Cortina D'Ampezzo, ich muss es so sagen. Das war das allererste Mal. Ich weiß nicht, wie wir dazu kamen, dass sie mich da einlud zum Fernsehen, aber wir müssen dann schon vorher miteinander mal gesprochen haben, denn sie meinte dann, komm doch mal hoch zum Fernsehen. Und da bin ich dann nach oben und dann habe ich meistens ganz alleine gesehen, denn hier, weder Tante Grasmann hat es interessiert, noch Onkel Ascher. Der Einzige, der da im Zimmer saß, war ich, aber am Fernseher. Ja, aber da müssen wir schon miteinander gesprochen haben. Naja, wir haben ja auch, wenn man so Kinder ist, dann, wir hatten dann später, so waren wir noch vielleicht 10 war ich, da haben wir dann so Lotterie gespielt. Das heißt, immer wenn jemand in die Treppe reinkam und die Treppe hochlaufen wollte, dem haben wir eine Lotterie, so ein Los verkauft. Für, weiß ich, 5 Pfennig oder was. Und der hat dann so ein Los gekriegt und wir hatten dann irgendwelche Preise von zusammengesammelt, ein paar Kienäpfel oder Anapfel oder so. Und da haben wir dann, von da kam man ja mit den Leuten da ins Gespräch. Die haben natürlich immer ein Los gekauft. Anders als bei wirklichen Losverkäufern. Aber ja, schon da haben wir mit den allen gesprochen. Und die waren auch alles im Haus, kann ich nur sagen, wahnsinnig nett. Und nachträglich, so wie ich überlege, wir sind bei dem Herrn, bei dem FDP-Abgeordneten, der war ja so für Verkehr zuständig, BVG und so. Da war ich in dem großen Büro mit den ganzen Sekretärinnen und mir das dann angesehen und das war toll, dann konnte ich auch da rumsitzen und spielen. Also das war wirklich eine sehr nette Hausgemeinschaft. Und wie lange haben Sie da gelebt? Tja, wir haben gelebt, bis das Haus verkauft wurde und dann wurde zurückübertragen, weil es einer jüdischen Familie gehörte. Und die Familie entschied dann, das Haus abzureißen und Wohnungen da drauf zu bauen. Und bis dahin haben wir da alle zusammengelebt. Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir getrennt wurden. Jeder hatte sich dann eine andere Wohnung suchen müssen. Und ab da habe ich von Grasmann und von Ascher nichts mehr erfahren. Dann war ich ja schon groß, war ja schon Gymnasium und nee, das war schon Studium. Da war ich schon weg und Ute hat sich nochmal mit ihnen, war ja noch mit ihnen zusammen, hat sich noch besucht in der alten Wohnung, in der neuen Wohnung. Ja, bis dahin haben wir alle zusammengelebt. Und sind Sie dann weit weggezogen oder auch in der Nähe? Nein, wir sind in der Nähe geblieben.
Ja, in der Nähe, ungefähr 10 Minuten zu Fuß weg, Viertelstunde. Die beiden sind etwas weiter weggezogen, mehr an die Richtung Freie Universität. Gelwartstraße ist da im Dreh. Aber Sie waren da nie? Nee, ich war da nie. Hat es sowas wie eine tägliche Routine bei den Aschers gegeben, bei Ascher und Krassmann, dass zu einer bestimmten Zeit gegessen wurde oder dass sie einkaufen gingen? Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass Daniel Krassmann einkaufen ging. Mhm. Die lief dann bis zum Roseneck, die kaufte, glaube ich, im Roseneck ein. Bis dahin gelaufen, wir zurückgelaufen. Und, aber ob die nun feste Zeiten hatten oder eine Routine, das kann ich nicht mehr sagen. Das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls zu meiner Zeit weiß ich das nicht mehr. Ich weiß, dass wir mitgegessen haben bei Grassmann. Aber das nur zu bestimmten Zeiten war. Also, ob nun immer Tea Time war oder sowas, das weiß ich heute nicht mehr. Und was gab es bei denen zu essen? Was war Eintopf, erinnere ich mich. Irgendein Eintopf. Es war auch eine einfache Küche. Ich glaube, Kohlrouladen gab es auch mal. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht mehr genau. Es war jedenfalls eine einfache Küche. Wenn ich heute die ganzen Kochsendungen sehe, also das war es nicht. Das war eine ganz normale deutsche Küche. Das heißt, sie war eine gute Köchin und hat auch jeden Tag gekocht? Ja, das bestimmt. Also sie hat bestimmt gekocht, weil gebacken hat sie auch gern. Also Kuchen backen war ihr Hobby so ein bisschen. Aber sie muss auch, die Küche war eine tolle große Küche, also eigentlich eine große Küche. Ein Riesenfenster und so. Und ich glaube schon, dass sie regelmäßig gegessen haben. Legte man ja Wert darauf, dass zu der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg das alles ordentlich ist und ordentlich gegessen wird, sich alle versammeln und so weiter. Das wird bei denen auch gewesen sein. Tja, das ist ja ganz toll, an wie viele Sachen Sie sich erinnern. Also ich bin auch ganz fassungslos. Ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich, zum Beispiel da Osnabrück und die Bäume, das war wie ein Boom. Bis Osnabrück habe ich diese Bäume nicht mehr gesehen. Und dann bums. Ach doch, das gibt's nicht. Tja, komisch. Und viele der Bäume, die er gemalt hat, haben Sie ja auch im Garten gehabt, oder? Ja, na klar. So Kiefern, gab es auch neue? Einen Kiefer, dann gab es eine Kastanie, eine riesengroße Kastanie hinten bei den Garagen. Große Kastanie, dann gab es die Maronenbäume, die 5 oder so, die da standen in der Einfahrt. Dann gab es eine große Birke hinten. Da sieht man, glaube ich, auf einem Foto, kann man da wo die. Hier ja, kann man schlecht sehen, ja. Aber es gab eine Menge Bäume da drumherum. Jetzt ist das Foto wieder ins Bild gerutscht. Ja. So. Das heißt, er brauchte eigentlich gar nicht in den Grund. Eigentlich hätte er meinte, ich musste ja nicht weggehen. Nein, vor allen Dingen dadurch, dass dieser Wintergarten war und auch das. Sein, dass diese Etage, auf der sie wohnten, so eine große Fensterfront hatte, Richtung Bismarckallee, ging da die Sonne unter auf der Seite. Und das war schon toll. Du konntest die Fenster waren also von hier bis da, also 2,20 Meter, 2,30 Meter, waren es ganz normale Fenster. Habe ich ihn geschickt, da sieht man so einen Teil der Fenster. Die waren sehr, sehr hoch. Und da konnte man bis zum Himmel, na, sag mal,
Entschuldigung, sehr schrecklich. Könnte man wegmachen? Gut, okay. Er schneidet es hoffentlich raus, meine Husterei. Okay, also, nee, es war ein großes Fenster, größer als hier. Und deshalb konnte der, das war wie ein, dadurch, das waren, glaube ich, bestimmt Fenster, Küchenfenster, dann kam so eine leichte Ausbeulung des Hauses. Und da waren nochmal vier Fenster. Und dann kam hinten sein Haus, seine Wohnung oder sein Zimmer. Da war nochmal ein großes Fenster oder sogar zwei. Es war ein Riesenfensterfront, die ganze Wohnung. Und den Wintergarten. Also, das war schon faszinierend. Und von da aus konnte er dann Sonnenuntergänge sehen? Du konntest in den, ach, das war Richtung Westen, ja. Können Sie sich erinnern? Oder sind die schon ausgezogen Nein. gewesen? Ich kann mich nur an Ehrenberg erinnern, an die Familie. Aber an die Kinder nicht. Nee. Das war ein anderes Alter wahrscheinlich. Ja, da war ich schon im Gymnasium und alles sowas. Und dann gab es die Gabi Grätz, ne? Über den. An die kann ich mich überhaupt nicht. Auch gar nicht. Da war ich wahrscheinlich auch schon weg. Ja. Aber mit dem Garagentor, da haben sie Fußball gespielt. Oh ja, und leider. Mit dem Garagentor, das ist natürlich immer, wenn der Ball gegen das Garagentor donnerte. War nicht so schön für die Bewohner und auch für die anderen rundum, denn das knallte ganz schön. Und das hat ja Spaß gemacht. Das muss ich sagen. Ja, toll. Also, ich glaube, sei denn, Sie erinnern sich noch an was? Nee, im Moment. Also ich habe Fragen ausgegangen. Gut, na, dann machen wir Schluss. Und wenn ich mich noch was erinnere, kann ich ja immer noch nachreichen und schicke Ihnen dann noch was. Genau. Aber im Moment, glaube ich, haben wir alles. Ja. Ja, eigentlich schon. Ja, schön. Sie, wenn Sie mir noch, ich glaube, wir sind dann soweit. Ich habe nicht.